Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Der Casio FX991DE Glaswitz. Mit dem möchte ich jetzt hier mal nichtlineare Gleichungen lösen. Also irgend so ein E hoch X ist gleich X Geschichtchen. Kann ich sowas lösen? Normalerweise brauche ich hier das Newtische Näherungsverfahren, aber das kann diese Tasche nämlich auch. Wie funktioniert das? Zeige ich euch jetzt. Also zuerst mal, wir sind hier im Modus 1. Also hier im ersten Modus. Das ist ganz wichtig, sonst geht nicht. Und dann gebe ich meine Gleichung ein, zum Beispiel E hoch X, dann ist gleich, brauchen wir hier Alpha und die Kalktaste, dann sage ich, okay, ist gleich 3 mal X, X findet man übrigens hier bei Klammer zu. Und wenn ich das habe, dann muss ich hier die Solve-Taste drücken, dazu muss ich Shift und dann hier die Kalk drücken. Dann sagt er mir hier, okay, wo sehe ich jetzt hier meinen Startwert? Und sage, okay, ja, den sehe ich hier bei, sage ich mal, bei 0. Dann drücke ich hier die wieder Shift-Solve-Taste, nee, Schmarrn, die Ist-Gleich-Taste. Und dann sagt er, okay, bei 0,619 werde ich diese Gleichung hier gelöst. Ja, und so könnt ihr jede Gleichung, also vorausgesetzt, die Gleichung ist lösbar, wenn sonst sagt, ist nicht berechenbar, könnt ihr so oder so ähnlich lösen. Ja, hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, hier oben noch abonnieren. Hier nächstes Video. Macht's gut. Tschüss, dann auf Wiederschauen. Euer Alexander Blick. In 5 Minuten. Tschüss.